Über die Auswirkungen des Streiks spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Sebastian Kisters. Herr Kisters, wie ist die Lage in Frankfurt? Ja, für viele Passagiere auch heute das Unwort des Tages wieder annulliert. Wir haben die neuesten Zahlen von 170 Langstreckenflügen, die heute Deutschland verlassen oder auch reinkommen sollten, ist gut die Hälfte eben gestrichen. Das heißt, rund 20.000 Passagiere sind davon betroffen. Vor allem hier am Drehkreuz natürlich in Frankfurt, wo es sehr viele Flüge nach Asien, nach Nordamerika gleich eigentlich geben sollte. Aber auch Betroffene in München und am Rande in Düsseldorf. Wie reagieren denn die Passagiere bislang? Sie sehen es vielleicht hinter mir, es ist hier relativ ruhig am Flughafen heute. Das liegt auch daran, dass die Lufthansa gestern bereits 40.000 SMS versandt hat, um Passagiere zu warnen, dass ihre Flüge eben nicht gehen, beziehungsweise sie umgebucht worden sind. Es ist ja bereits die 12. Streikrunde. Was hat denn der Arbeitskampf die Lufthansa bislang gekostet? Man geht an jedem Streiktag von etwa 15 Millionen Euro aus. Sie haben es gesagt, es ist die 12. Welle. Insgesamt dürften 250 Millionen Euro an Kosten angefallen sein durch den Streik. Da hätte man 3 bis 4 Mittelstreckenjets von kaufen können. Es ärgert dieser Streik aber natürlich nicht nur die Lufthansa, sondern auch hier den Flughafenbetreiber, die Fraport. Die ist nämlich durch die Streiks im vergangenen Jahr ganz knapp an der 60 Millionen Passagiermarke vorbeigeschrammt. Und die hätte man sehr gerne gehabt als politischen Rückenwind für das dritte Terminal, das geplant ist. Und Baubeginn soll ja in diesem Jahr bereits sein.